Wir starten direkt mit einem Ford Focus ST Kombi. Dieses Auto kennt ihr zu 100%. Das war schon in einem Video. Da ist ein B550 Turbolader verbaut. Komplett gemachter Motor, 750er Düsen. Ich stimme gerade den B400 Lader ab. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir starten direkt mit einem Ford Focus ST Kombi. Hat bekommen, oder er hat noch eine Bull X-Up Cut und Luftfilter. DW. Die haben jetzt eine Leistungssteigerung gemacht. Und zwar kann er wählen zwischen 246 PS und 389 Newtonmeter. Das ist Serie. Und 281 PS und 502 Newtonmeter. Wenn jetzt natürlich noch ein Ladeluftkühler dazu kommt und ein paar Kleinigkeiten, so wie eine Downpipe, dann sind wir hier über 300 auf jeden Fall. Aber erstmal belassen wir es dabei. Und ja, das war's schon. Gehen wir zum nächsten Auto. So Leute, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und jetzt haben wir direkt mit einem Volvo angefangen. Dieses Auto kennt ihr zu 100%. Das war schon in einem Video. Was soll ich da anfangen? Wir hatten 440 PS, weil der Ladeluftkühler nicht mehr gereicht hat. Wir kommen mal zum Setup. Da ist ein B550 Turbolader verbaut. Komplett gemachter Motor, 750er Düsen. Jetzt ein 100 mm Ansaugrohr. Da komme ich dann gleich zu. Das verjüngt hier. Da gibt es nur einen Grund für, nur einen einzigen. Die Klimaleitung. Sonst wäre das in 100 bis zum Turbolader gebaut worden. Richtig cool eigentlich. Er hat jetzt einen Wagner Ladeluftkühler für den Ford Mondeo MK4 tatsächlich eingebaut. Abgasanlage ab Turbo sowieso. Also alles eigentlich ready for 500. Das Problem war halt einfach nur, wie gesagt, beim letzten Mal, der Ladeluftkühler ist ein sehr gängiger Ladeluftkühler für die Autos. Das Einzige, was da eigentlich reinpasst. Und jetzt war natürlich die Frage, was macht man da mit diesem Problem, weil wir hatten letztes Mal tatsächlich auf dem Lok, wo ich auf der Straße gefahren bin, 70 Grad Ansauglufttemperatur, da habe ich so viel rausgenommen, dass wir so bei 440 PS gelandet sind. Ja, das war auch erstmal okay, aber man weiß ja, es geht mehr und das kann er dann so nicht lassen. Und dann hat er sich, vielleicht 2 Tage hat das gedauert, bis der wirklich drin war, weil das so viel Umbaukram ist. Und jetzt ist es aber soweit und wir haben heute Morgen, er hatte noch eine andere Ansaugung eingebaut, also es war vorher noch eine etwas kleinere, um das mal kurz aufzuzeigen. Also wir haben hier tatsächlich da Anschluss mit Trichter für den Luftfilter und so weiter, dann hier geht das in 100 bis zu einem Luftberuhiger hier. Das ist der Beruhiger, den man bei Turbozentrum kaufen kann mit der Wabenstruktur, um natürlich bei dem Durchmesser zumindest dann die Luft so weit zu beruhigen, dass wir ein vernünftiges Messergebnis vom Luftmassmesser haben. Und dann haben wir heute Morgen angefangen auszulesen, zu loggen und so weiter. Und das war, um es kurz zu sagen, eine Vollkatastrophe, weil wir haben Folgendes bei Luftmassmessern. Und zwar, wenn das Rohr so groß wird, dann hast du das Problem, dass im unteren Teillastbereich oder im Standgas etc. ist die Luftmasse, die angezeigt wird, sehr wenig, weil die Strömungsgeschwindigkeit am Luftmassmesser sehr gering ist durch den Durchmesser, ist klar. Jetzt das nächste, wenn du einen, das ist der Luftmassmesser von diesem Auto Serie, nur das Gehäuse ist natürlich jetzt einfach größer. Das hat innen normalerweise einen Durchmesser von so knapp 80 und der Luftmassmesser ist von der Länge natürlich so ausgelegt, dass der genau mittig in dem Luftstrom steht. Weil du hast Folgendes, dass in einem Rohr steigt die Strömungsgeschwindigkeit bogenförmig quasi, wenn man das so sehen würde. Hier eine Wand, da eine Wand, dann wie so ein Bogen. Also in der Mitte ist natürlich immer am schnellsten. So, und das haben wir jetzt hier zwei Probleme. Er ist außermittig und es ist auch noch groß. Und jetzt musste man ein paar Mal fahren, weil ich musste einmal natürlich die Voltzahl anpassen vom Luftmassmesser zum Luftdurchfluss in Kilogramm Stunde. Und das zweite Problem ist natürlich, du kannst jetzt nicht die Kurve Volt zu Kilogramm Stunde kannst du ja nicht so schreiben. Das ist ja Bullshit, muss man so zu sagen. Jetzt musst du natürlich noch die komplette Luftmassenkorrektur-Map entsprechend anpassen. Plus nochmal die Korrektur der Einspritzdüsen und so weiter. Da war auch noch ein bisschen was anders vom Benzinsystem und so weiter. Jetzt, nach, ich glaube, 5 Mal sind wir gefahren, war es dann in Ordnung. Wir hatten alles rausgefahren, immer noch, dann natürlich auch die Leistung noch gesteigert und dabei schon gemerkt, hier ist jetzt richtig einer zu Hause und trotz Allrad hat der Kunde mir freigegeben, da bis zu 630 Newtonmeter drauf zu geben, weil er hat da ein bisschen was recherchiert, in Erfahrung gebracht und sagte, es ist okay, mach das ruhig. Ich bin eher so bei dem Allrad, ja, dass sie diese 550 Newtonmeter nicht überschreiten, aber er sagte, lass knacken und ja, jetzt haben wir ein Ergebnis und das ist echt fett. Luca, du kannst gleich auf jeden Fall nochmal einen schönen Porn von dem Auto machen, weil ich möchte
dass im Video nochmal hervorgehoben wird, wie, was das eigentlich für ein Schmuckstück ist, dieses Fahrzeug. Das ist wirklich, guckt es euch einfach auf den Videos an, das ist mega gepflegt, richtig geil gebaut, richtig schön von der, also vom Aufbau her, von der Qualität, einfach nur der Hammer. Jetzt gucken wir uns was Leistungsjahr an. Da sind wir jetzt gelandet bei 638 Newtonmeter und 503 PS. Und guckt euch mal den Verlauf an. Das ist einfach nur schön. Ja, hier bei 6,5 haben wir aufgehört, weil sonst im vierten Gang die Getriebedrehzahl ist so. Die Getriebeersetzung ist sehr lang bei diesen Autos, genauso wie beim Mondeo. Und dann kommst du über eine gewisse Geschwindigkeit, wo der Prüfstand dann sagt: So, nee, das sind so 220. Und da sollten wir nicht hin, alles cool, den Rest haben wir auf der Straße rausgefahren. Und wenn wir jetzt mal hier so die Drehmomente uns angucken, weil das ja immer so bauchig aussieht hier. Wir halten mal fest, dass wir bei 3500 Umdrehungen einfach schon 450 Newtonmeter haben. Also nicht, dass das so, dass das hier in dem Bereich langsam ist, ne? Das müsst ihr nicht denken, das ist wirklich schon, bei 3000 Umdrehungen haben wir auch hier schon 340, 330 Newtonmeter sowas. Bei 3,5, wie gesagt, ja, das ist sogar etwas mehr, warte mal, 474, Entschuldigung, also fast 500. Und die 500 Newtonmeter haben wir bei 3700 Umdrehungen. Und dann geht das hier hoch, bei 4500 haben wir dann 630 Newtonmeter. Schön, sehr sauber haltend bis hinten hier durch und fertig. Ja, der Besitzer ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich natürlich auch. Wir haben jetzt, müsst ihr euch überlegen, 60 PS mehr und 80 Newtonmeter mehr. Das ist mega. Und der Wagner-Kühler ist das, wie gesagt, für den Mondeo. Die Ansauglufttemperaturen sind perfekt. Wir sind gerade gefahren. Wir hatten 25 Grad, hatten wir Außentemperatur. Und wir haben dann ja, so knapp 30 Grad. Nach mehreren Lastzyklen haben wir die erreicht. Also es ist wirklich perfekt. Sehr schön. Also jeder, der so ein Auto hat und so diese 500 PS, der weiß jetzt, ne? Das muss da rein. Ja, sind wir fertig, ne? Mach ich jetzt den nächsten. Bis später. Was machen Sie da? Hallo. Software, Junge. ich stimme gerade den BF400 Lader ab. Hier bei dem netten Fahrzeug hier. Hat eigentlich volle Hardware. HG Motorsport Ladeluftkühler, HG Motorsport Abgasanlage ab Turbo. RS-Ansaugung und BF400 Lader mit 650er Düsen und Upgrade-Pumpe. Jo. Und jetzt, wie wir sehen, hier ist mein Lok. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich werde nur jetzt noch mit der Zündung ein bisschen machen, weil wir haben hier aktuell alles im total grünen Bereich. Und da geht noch was. Also ich habe jetzt, na, komm schon, so, hinten raus so ab 5000 habe ich 15 Grad, 16,5, 18 bis 7, bis 7,61, 18 Grad hier. Bissel geht noch. In der Mitte mache ich, von der Zündung her, werde ich noch ein bisschen wieder reingehen und dann aber etwas Ladedruck rausnehmen, zwecks Temperatur und so weiter. Und wir haben jetzt schon eigentlich einen ziemlich guten Verlauf und sieht vor allen Dingen sehr schön flüssig aus. Also im ersten Lauf hatte ich noch so Wellen drin oben raus und jetzt hatte ich es jetzt nach der dritten Map, hatten wir oben raus ziemlich schön auf dem Plateau mit 3,95 und jetzt mache ich gleich den letzten Lauf. Kann ja mal filmen, ne? Ja. Also kannst du ja mal filmen, würde ich sagen. Ich nicht, aber du. Ja. Ja, kannst dich gleich mal quasi mit der Kamera da hinten hinter das Tor stellen und dann mal hören, was da hinten so aus den beiden Auspuffröhrchen so rauskommt. Der hat auch ganz frisch eine neue Auspuffanlage gekriegt, die Bull X. Und hört sich mit dem BF400 schon echt. Es hört sich nach mächtig Füllung an. Sag das mal so. Ne? Dann macht das mal gleich. Ich mache eben weiter. Ein paar Sekunden später. Thank you.
Ja, kommen wir mal zur Analyse. Also, wir haben hier angefangen mit der Linie 354 PS. So, da wird es schön gerade, so aber raus. Dann nächsten abgefahren mit in der Spitze on the top waren es 377 PS mit einem leichten Einbruch und dann wieder nach oben. Dann war die nächste Linie tatsächlich die graue hier und da haben wir 395 in der Spitze. Und das war gerade, wo Luca zum Auto gekommen ist und mich gefragt hat, was machen Sie da? Und dann habe ich ja nochmal die Zündung noch ein bisschen umgeschrieben und hatten dann leider den Punkt erreicht, wo dann vorbei war. Wir sind hier in der maximalen Spitze nur bei 387 PS und da seht ihr, dass er hier runter geht. Das liegt daran, weil das Steuer angefangen hat, Zündung zu ziehen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir dann zu viel Zündung haben. Also gehe ich jetzt wieder ein bisschen zurück, damit wir eine saubere Leistungskurve haben und vor allen Dingen ein sicheres Zündkennfeld, wo der Motor nicht klopft. Und dann haben wir es. Maximales Drehmoment waren 589 Newtonmeter und bis dahin gehen wir jetzt auch wieder hin, dass wir diese 395 PS haben und 589 Newtonmeter und uns fehlen 5 PS. Scheiße. Tja, was sagt man da? Shit happens, ne? Ich meine, gut, jetzt mal ohne Scheiß, für das Setup läuft das Auto verdammt gut. Also er hat ja nur die Auspuffanlage, den Ladeluftkühler, die Ansaugung. Es fehlt theoretisch noch das Hardpipe-Kit, was bei dem Ladeluftkühler unsinnig ist, weil der Ladeluftkühler von HG natürlich die originalen Anschlüsse hat. Und das heißt 50 mm. Jetzt bräuchte ich mit 63 mm Verrohrung mit dem Schlauch zur Drosselklappe nach oben auch in 63 mm. Dann kommen wir so auf 420 PS ungefähr. So, dafür müsste aber tatsächlich dieser Ladeluftkühler rausfliegen gegen anderen, entweder von HG für einen RS oder von AirTag oder wie auch immer. Alles natürlich mit Verrohrung, dass der passende Durchsatz erreicht wird und dann hätten wir hier tatsächlich so 420 PS ungefähr, sag ich mal. Und mit Nockenwellen und so würden dann noch 450 gehen, aber lassen wir es jetzt mal dabei. 395, ich finde, die 5 PS sind jetzt... Ich persönlich finde das immer nicht so schlimm. Mir ist einfach wichtig, das Auto muss fahren. Natürlich muss ein Leistungsbereich erreicht sein, aber das Auto soll sauber und vernünftig fahren. Das ist das Wichtigste und dass es safe abgestimmt ist, dass nichts kaputt geht. Ja, trotzdem, es sind ja nicht mal 5, es sind nur 4,4. Egal. Ja, so Freunde, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wir verabschieden uns mit diesem Schmuckstück hier, Dallara Stradale. Vielleicht kommt da demnächst noch ein bisschen mehr Content zu. Mal abwarten. Haut rein, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einmal liken, abonnieren, dass wir uns nicht mehr verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.